Aber hier kommt jetzt einer. So, den haben wir. Und da kommt bestimmt noch einer, oder? Ne. Dann werden wir mal hier an eine gefährliche Position gehen und uns den holen. Und den holen. Und dahin war auch noch einer. Und den holen wir uns jetzt, wenn er da rausguckt. Nice. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen live snipen im Hardcore-Modus auf dem Sniper-Only-Server. Ihr seht schon da oben im Killfeed und da einmal der geiler Schwamm gegrüßt. Du bist jetzt in der Aufnahme drin, das ist schön. Hallo geiler Schwamm. Bist schon geil. Ja, okay, ich habe eben schon eine Runde gespielt. Die war aber ziemlich kurz, da war der Server fast zu Ende. Da hatte ich ein 14-2, ging eigentlich ganz gut ab, aber die war halt mega kurz. Und deswegen mache ich jetzt einfach noch eine, weil ich Bock drauf habe. Ich habe jetzt die M40A5 eingepackt und zwar ohne Visier. Also es gibt ja Leute, die stört es und die finden es noobig, ohne Visier rumzulaufen. Also wenn es wirklich viele von euch stört, dann mache ich es nächstes Mal anders. Also dann, wow, fuck, dann packe ich mir irgendein Visier rauf. Kann ich auch vielleicht so ein bisschen verstehen, aber mal Hand aufs Herz, das Visier hindert einem schon bei sowas, weil es bringt eigentlich nur Nachteile. Da ist schon kein Visier ein bisschen Vorteil, weil man eigentlich, ja, man sieht mehr, muss nicht so reinzoomen und so, kann man auch mal schön aus der Hüfte schießen, kann man so zwar auch, aber es bietet halt nur Vorteile, kein Visier raufzupacken oder nur so ein Reflexding oder so, aber die habe ich für die M40A5 noch nicht freigeschaltet. Es ist Hardcore, also One-Shot ist tot, ist meistens so, dass der schneller reagiert oder der besser trifft, der gewinnt dann auch. Hat mir gerade die kurze Runde, die ich eben gespielt habe, hat mir echt mega Spaß gemacht. Also ich würde sowas hier echt gern öfter machen. Vor allem, weil man jetzt auch nicht, oh, von wo war das jetzt? Weil man auch nicht so viele Gründe hat, sich aufzureden. Also hier sitzt nicht irgendein Shotgun-Noob in der Ecke oder hier laufen irgendwelche mit Kackwaffen rum oder regen allgemein auf, weil sie irgendeine Scheiße machen. Das Einzige, was hier aufregt, sind die Leute, die mit dem Messer rumlaufen die ganze Zeit. Aber da kann man halt nichts gegen tun, außer vielleicht mal auf diesen Servern auch das Messer zu verbieten. Aber das macht halt irgendwie keiner. Warum auch immer. Ist ein bisschen schade. Aber ist halt so. Auf jeden Fall, wenn euch das stört, dass ich jetzt hier so ohne Visier rumlaufe, dann schreibt mir das. Dann ändere ich das, falls wirklich so viele stört. Okay, da hatchen sie. Scheiße. Wow, weg. Das hätte mir eben eine Hitbox geben können. War ich schon um die Ecke. Hätte er ein bisschen Glück gehabt, dann hätte er mich noch getroffen. Obwohl er mich eigentlich nicht getroffen hat. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Gegner. Obwohl der Server jetzt... Okay, der Server ist wieder leer. Ich weiß nicht. Eben war der Server schön voll. Da dachte ich mir, oh, spiele ich mal noch eine Runde jetzt, weil die eben so kurz war. Und jetzt sind es wieder nur noch 5 Leute im Gegnerteam und ich finde hier einfach keine Gegner. So, du erstmal. Da war ein Gegner. Oh, das ist ein Teammate. Und da ist jetzt auch einer, der kommt aber hier rum. Ne, der ist glaube ich schon tot, oder? Okay, der wird geneift und da kommt einer. Ne, der ist da hinten. Der ist hier und wahrscheinlich auch schon tot, ja. Aber hier kommt jetzt einer. So, den haben wir. Und da kommt bestimmt noch einer, oder? Ne. Dann werden wir mal hier an eine gefährliche Position gehen und uns den holen. Und den holen. Und da hinten war auch noch einer. Und den holen wir uns jetzt, wenn er da rausguckt. Nice. Oh, das war schön. Erstmal 5 Kills oder 6 Kills gerade gemacht. Auf jeden Fall eine 5er Kill. Ich sag, da unten steht 6er. Oh, scheiße. 6er, da unten steht 5er Killstreak und ich so 6 Kills. GG. Dat Rechenskills oder dat Aufpassskills. Wow, der war schön. Auf jeden Fall macht dieses, ja, wie schon gesagt, macht eigentlich eine Menge Spaß. Ich würde es auch gerne öfter spielen. Es gibt auch wirklich ziemlich viele so Sniper-Only, Hardcore-Server, auch Xbox-Only. Das war kein Hardcore, aber da braucht man kein Hardcore. Da habe ich auch eine nette Runde aufgenommen. Ich weiß nicht, welche ich früher hochladen soll. Wo ist der jetzt? Nein, beweg dich doch nicht, wenn ich schieße. So, jetzt aber. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß halt, weil jeder einfach die gleiche Waffe hat. Wie gesagt, bis auf die Knife-Leute, die ein bisschen nerven. Aber scheiße, der hätte eigentlich sitzen müssen. Der läuft, wenn er da durchläuft, ist er tot. Nein. Allgemein bei so Sniper-Sachen oder Expo-Sachen, wenn man so eine Gradlinie wie zum Beispiel hier lang läuft, so ein kleiner Kurztipp, dann ist man meistens tot, weil, ja, dann ist man halt meistens tot. Aber ihr seht schon, es macht wirklich Laune. Ich hoffe, es macht auch Laune zuzugucken, weil viele wünschen sich ja immer Sniper, aber ich bin mir jetzt gerade echt unsicher, wieso. Scheiße. Hardcore. Da ist auch einer. Da sind ganz viele. Fuck, ich muss weg. Scheiße. Beschütz mich. Wieso was hier ankommt, weil Hardcore ist ja immer so ein bisschen umstritten. Okay. Muss schon treffen, Kollege. Und du auch noch? Nice. Hardcore ist ja immer so ein bisschen umstritten. Was Snipen angeht, viele wünschen sich wahrscheinlich dann so im Normalmodus Snipen und so.
Macht auch Spaß, aber man hat halt irgendwie. Man kriegt halt. Es ist halt so, dass man so ein bisschen auf die Fresse. Scheiße. Warum bin ich gesprungen? Ich weiß es nicht. Ah, sonst hätte ich den geholt. Es ist halt so, dass man im normalen Mode so ein bisschen auf die Fresse kriegt. Und hier, weil jetzt in 13.2, hier macht es auch irgendwie mehr Spaß, weil One-Shot und Tod, egal wo man jetzt großartig hintrifft, außer vielleicht den kleinen C oder so. Ich finde es einfach richtig nice und ich hoffe, es gefällt euch auch, weil dann würde ich es echt gern öfter machen, weil so eine Runde. Da findet man auch mal so eben Server. Es ist zwar halt wirklich meistens nur Noscha-Kanäle. Es ist halt einfach wahrscheinlich nur Noscha-Kanäle. Also ich habe mich da jetzt noch nicht großartig erkundigt. Aber was ich jetzt hier gerade gesucht habe, ist jetzt auch noch relativ früh. Es ist 13 Uhr. Aber es gibt halt... Scheiße, der hätte sitzen müssen. Der hätte auch sitzen müssen. Fuck, okay, ich verzieh mich mal. Es ist halt wirklich meistens nur Noscha-Kanäle. Ist ein bisschen schade, aber es ist auch einfach irgendwie... Die beste TDM-Map, sonst würde sie auch nicht so viel gespielt werden. Und für sowas ist ja eigentlich... Da kommt einer. Wo ist der hin? Über mir, oder was? Da ist er. Scheiße, nicht im Sprung schießen. Nicht im Sprung. Und der hat mich nicht bemerkt. Nein! Boah! Nein! Er stand einfach hinter dem Gegner. Nein! Und da kommt einer von der Seite. Also schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr jetzt Hardcore gut findet oder schlecht. Jetzt nur auf Snipen bezogen. Jetzt nicht das normale Hardcore. Das mag ich auch nicht mit normalen Waffen. Das ist ein bisschen, ja. Ja, nur auf Snipen bezogen. Ob ihr sowas gerne öfter sehen wollt. Und dann halt das halt mit dem Visier. Weil ich finde es so echt deutlich angenehmer. Und auch ein bisschen leichter. Es ist halt leichter. Aber wie schon gesagt. Ja, ich kann das auch gerne dann mit dem... Ist das ein Gegner? Ne. Mit dem Achtfach-Zoom machen. Oder wie ihr wollt. Das ist auch ein Verbündeter. Wie ihr denn wollt. Also es gibt ja Leute, die sich dran stören. Da oben ist einer. Der backt jetzt hier gerade ein bisschen rum. Aber kriegt trotzdem einen. Und da guckt sein Kopf raus. Ja, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, weil Snipen ist ja an sich geil. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht killt. Und er hat mich gekillt. Ich hoffe wirklich inständig, dass es euch gefällt, weil es macht mir gerade mega Spaß. Auch die Runde eben, es hat einfach mega Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich habe schon ewig keinen Sniper im Hardcore mehr gespielt. Und... Nice, habe ich meinen Teamkollegen gerettet hier im Knife-Duell. So um die, ich sag mal, normale Uhrzeit, wo man spielt, also so 18 Uhr abends, da kann ich auch kein Hardcore spielen. Also wenn, so, wenn ihr mal, scheiße... Wenn so ein paar von euch mal so ein bisschen nachdenken, dann könnt ihr euch vielleicht auch denken, warum jetzt so der ein oder andere YouTuber oder allgemein YouTuber jetzt nicht so um die Hauptspielzeit Hardcore spielen können. Stichwort Teamkill und so. Ich habe schon öfter mal ausprobiert, aber da gibt es halt so ein paar Idioten, die es dann total lustig finden. Also ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Scheiße, ich bin gerade so mega unkonzentriert. Ihr wisst schon, was ich meine. Ist halt nicht so... So einfach. Deswegen versuche ich das jetzt hier auch relativ früh aufzunehmen. Das Glück, dass ich jetzt auch hier gerade, da war keiner, ein bisschen Zeit habe. Und hier sind sie da. Da kommt einer. Die Schritte habe ich... Oh, Kacke. Der backt da ein bisschen rum, aber man muss hier wirklich einfach den schnelleren Schuss setzen und dann hat man das Ding in der Tasche. Nein. So. Es ist jetzt gar nicht so wichtig. Ja, es ist schon wichtig, dass man trifft, aber man muss halt vor allem schnell sein und treffen. Wenn man gesagt zu langsam schießt, okay, jetzt habe ich hier nicht getroffen und der hat vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber dafür getroffen. Man muss halt irgendwie so die richtige Mitte finden, von wegen schnell schießen und treffen. Man muss halt die Situation abschätzen und dann jeweils reagieren. Das kann man jetzt auch nicht so einfach erklären. Aber ich sag mal das normale Sprichwort. Übung macht den Meister und da sind wir gerade... Versuch mal jetzt hier von hinten ein bisschen zu kommen. Hahaha. Ha, ha. Und meinen Teamkollegen da zu retten, weil der scheint es hier gerade nicht auf die Reihe zu bekommen. Und da links höre ich Schritte. Der ist hier reingelaufen. Der ist über mir, oder? Ne, ist ein Verbündeter, der da oben chillt. Da ist auf jeden Fall noch ein Gegner, der... Wo sind die denn? Werden Leute auf der... Da oben? Ne, der ist tot. Deswegen habe ich da Schritte gehört. Der ist down. Und... Na komm. Sind schon wieder... Ne. Ist jetzt relativ voll der Server sogar. Aber ich finde irgendwie keine Gegner. Ich habe das Gefühl, die werden... Die halten sich ja echt die ganze Zeit am Spawn auf. Lauf mir nicht ins Schussfeld, bitte. Also, ich habe echt Angst, meinen Teamkollegen zu treffen. Weil dann werde ich eventuell gekickt. Weil ich habe jetzt schon einen geholt. Ich glaube, bei 3 oder so wird man bei den meisten Servern gekickt. Ich glaube, da ist das so standardgemäß eingestellt. Da kommt einer. Nein! Oh, warum? Geiler Schwamm.
Sei nochmal gegrüßt, weil du hast Hallo geschrieben. Okay, hat nichts geschrieben. Ja. Spawn weg. Spawn weg. Vielleicht kriege ich ja einen aus der Luft. Wäre lustig. Könnte man so als Highlight in reinsetzen. Komm mit an. Visieren hier. Okay, der sieht mich jetzt gar nicht auf dem Mini. Oh, der war knapp. Egal, dann halt so. Ist das ein Gegner? Ne. Ja. Ich würde sagen, ich nehme jetzt auch schon wieder so lange auf. Ich gucke nie auf die Zeit. Es fällt mir in letzter Zeit ziemlich krass auf, weil ich in letzter Zeit auch ziemlich oft diese Live-Dinger mache, dass sie sich immer in eine Reihe stellen mit den Gegnern. Okay, er knifet ihn. Ich vergesse die Zeit immer. Ich spiele denn und habe Spaß und rede. Headglitcher, da machst du nichts. Da muss man abschätzen, wann er richtig läuft. Das ist eigentlich nur Glück, ob man die trifft. Ob er jetzt nach links läuft, da muss man halt ein bisschen nach links zielen. Aber es ist schwer, weil die haben halt den deutlichen Vorteil dann. Mit der Zeit, ganz großes Problem. Ich spiele einfach mal zu lange und dann muss ich meistens schneiden. Und ich will eigentlich so wenig wie möglich schneiden, aber wenn halt eine lange Zeit nichts passiert, dann schneide ich schon mal gerne. Oder wenn allgemein alles zu lang ist, dann finde ich es zwar ziemlich schade, weil ich dann oft ein paar geile Stellen rausschneiden muss, ein paar lustige Stellen. Aber ich kann halt nicht so mega lange Videos machen. Auch wenn es sich viele mal wünschen, aber es ist halt, ja, es geht halt nicht. Oh, und jetzt hier eine nette okay, er läuft da lang, aber der wird jetzt wahrscheinlich von hier kommen, oder? Nein, und ich gucke nicht nach hinten. Oh, es war klar, dass da noch einer kommt. Oh, ich habe es gespürt. Im Augenwinkel habe ich es gespürt. Nicht gesehen, aber gespürt. Okay, ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Also eine Runde, bis ich sterbe. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie lange ich schon aufnehme. So. Theoretisch müsste da einer kommen. Ja, da kommt auch einer. Oh, die Runde ist auch gleich vorbei. Okay, dann machen wir es einfach so. Warum nicht einfach so? Ist eigentlich die einfachste Möglichkeit. Kurz rauslocken und holen. Ja, man muss halt auch die Gegner mit denen so ein bisschen spielen, die so ein bisschen verarschen, damit man die kriegt. Also sich nicht verarschen lassen. Okay. Passt eigentlich ganz gut. Dann machen wir es so, dass wir die Runde so beenden. Oh, da ist noch einer. Hier so lang zu laufen ist jetzt auch ein bisschen... Na komm, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch. Nein! Und ich sterb nochmal, natürlich, ich sterb nochmal, okay. Dein Team hat gewonnen und diesmal vergesse ich nicht, den Score zu zeigen. Ich habe so die Angewohnheit, bei diesen Live-Dingern immer den Score zu vergessen zu zeigen. Warum gehen alle ins Gegnerteam? Warum? Ich war... Und trotzdem waren so wenig Gegner irgendwie, ein bisschen komisch. Aber egal, dann halt, ich habe einen 33,9, jetzt eigentlich einen 33,8, wäre ich da nicht nochmal gestorben. Ich hoffe, euch hat es gefallen, schreibt es mir wirklich in die Kommentare, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich verabschiede mich jetzt für dieses Video und sage bis zum nächsten Video, Leute, bis dann.